Hi, herzlich willkommen beim Tienchen. Ich habe heute ein kurzes, ich hoffe es wird kurz, aber ganz einfaches Tutorial für euch, und zwar ein Junk Journal, wirklich nur aus Müll. Ich kriege ganz oft Nachrichten, ich traue mich nicht dran, ich habe mich noch nicht getraut, ich weiß nicht, Und ich denke, das größte Problem, das ihr alle damit habt, ist nicht das Anfangen, sondern was mache ich, wenn ich mir teure Papiere versau und mir gefällt es nachher nicht und ich habe das Geld versenkt. Ich denke, dass das in der heutigen Zeit, auch wo jeder jeden Euro dreimal umdrehen muss, das Hauptproblem ist. Und wenn ich etwas sowieso weggeschmissen hätte, dann ärgert es mich nicht, wenn ich es dann nachher tatsächlich wegschmeißen muss. Gut, ich habe ein bisschen Zeit investiert, aber das ist dann auch schon das Schlimmste. Ich habe hier nur Müll. Ich habe eine Papiertüte. Dass die jetzt schwarz angemalt ist, liegt nur daran, dass ich die Werbung entfernt habe. Also da war Werbung drauf von der Apotheke und die habe ich schwarz übermalt. Eine ganz normale Papiertüte. Und zwar eine große Papiertüte. Von wem ihr die nehmt, ist vollkommen Banane. Die ist 35 mal 26. Also keine so eine kleine schnucklige, sondern eine große. Von der Apotheke kriegt ihr normalerweise solche kleinen. Da könnt ihr zwei nehmen. Und ich habe jetzt eine große. Dann habe ich hier jede Menge Packpapier. Einfach nur Packpapier. Schnipsel. Teilweise zusammengelegt. Dann habe ich hier solche Teile, auch Packpapier, die ich mir als Unterlage drunter lege und die ich dann immer wieder auswechsel ab und zu. Das ist hier noch so ein Stück aufgerolltes. Einfach nur Packpapier, und da habe ich mir so A5 Schulhefte gekauft und habe für meine A5 Journals die Blätter rausgenommen, und das sind die Hüllen außenrum. Also, da sind die Blätter drin, die habe ich rausgemacht. Also wirklich nur Müll. Und da draus machen wir jetzt ein Journal. Ich nehme mir die Tüte als Cover. Ihr braucht auch nicht zu nähen. Ich zeige euch nachher, wie ihr das ganz einfach machen könnt, ohne viel Aufhebens und ohne teures Material. Zuerst machen wir das Cover. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr die dran lasst. Das mache ich gerade ziemlich gern, weil das gefällt mir richtig gut. Ich hole mal gerade kurz eins. Das hier, das hatte ich euch noch nicht gezeigt, weil es in der Phase war, wo mein alter Drucker gesponnen hat. Und ihr seht vielleicht hier diese ganzen Linien über den Bildern, diese weißen Striche. Da hat mein Drucker gesponnen, und er hat bei allen Bildern gesponnen, die da drin sind. Ich habe mittlerweile einen neuen Drucker, der wunderbar druckt, aber die waren alle noch aus dem alten, und ich habe gedacht, das kann ich euch nicht zeigen, weil diese ganzen wunderbaren Papiere, die haben alle diese weißen Streifen. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist das. Ich habe statt einer großen zwei kleine Taschen genommen, habe die hier zusammengeklebt. Also wenn ihr jetzt zwei von den kleinen habt, dann klebt ihr einfach die beiden Böden aufeinander und klappt es zu. Und dann ist das euer Rücken und das sind eure Seiten, und das habt ihr dann zweimal. Ich habe jeweils einen Henkel abgeschnitten, so dass ich von jeder Tüte nur einen hatte. Und die habe ich einfach hier hängen lassen, und das finde ich richtig cool. Also ich trage das Album nicht jetzt an den Henkeln rum, aber ich finde es einfach schön, wenn sie dran sind. Könnt ihr euch überlegen, wollt ihr die dran lassen, wollt ihr die abmachen. Aber was wir zuerst machen müssen, ist mal hier für unser Cover. Also das müssen wir zuerst klären. Wie groß wollt ihr das Cover haben? Dafür machen wir uns die Tüte erstmal auf. Das mache ich jetzt mal, sonst kruschelt das die ganze Zeit. So, jetzt habe ich hier unten das Ganze geflärt. Das macht aber nichts. So, das ist die Tüte jetzt mit den Seiten rausgeklappt.
Die klappe ich aber nachher wieder rein, dann wird es stabiler. Und das, was hier unten weghängt, das schneiden wir erstmal ab. Also ihr könnt euch überlegen, ob ihr die Griffe dran lassen wollt oder nicht. Machen wir erstmal das ab, was hier so konfus durch die Gegend steht. Und dann haben wir schon ein gerades Stück und das geht schon besser. So, jetzt werde ich das hier reinklappen wieder. Was ihr noch braucht, ist ein Stück stabile Pappe von einem Karton. Wenn ihr Verpackungsmaterial habt, dann habt ihr auch einen Karton. Ihr habt euch irgendwas bestellt, habt einen Karton gekriegt und das war irgendwie eingepackt in Verpackungsmaterial. Ich werde die Größe jetzt einfach mal so lassen. Ich habe das hier wieder reingeklappt, das werde ich zukleben. Das ist ja nur das Cover, da passiert weiter nichts. Das wollen wir nur ein bisschen stabilisieren. Und da wir nicht nähen, sondern eine andere Art von Bindung benutzen, ganz zackig, brauchen wir hier ein bisschen Stabilität. Normalerweise habe ich diese Alben, die so knautschig sind, unheimlich gerne. Aber wir brauchen für die Art der Bindung ohne Nähen ein bisschen mehr Stabilität. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht mal 2 oder 3 Signaturen. Sagen wir mal, wir machen 2. Spielt jetzt noch keine große Rolle, weil ihr es nicht nähen müsst. Aber ich würde sagen, ich mache meinen Buchrücken, naja, sagen wir mal 3 cm. Und die Länge von dem Teil sind knapp 26. Ich mache mal 25,5. Da hole ich meine Maschine. Ich muss es ja erstmal gerade kriegen. Da ist Tesa oder irgendwas dazwischen. Ja. So. Habe ich gesagt. Das stimmt ziemlich genau. Und 3 cm oder machen wir 4. Ne, wir machen 3. 4 wird mir zu breit. Das würde ich, also ich habe das hier gefaltet in der Mitte und das würde ich hier reinkleben, damit ich hier die Stabilität für den Rücken habe und das werden dann meine Seiten. Das wird ziemlich groß. Wenn ihr sagt, ihr wollt es kleiner, dann macht ihr es kleiner. Ganz einfach. Ihr schneidet euch das, mir ist das auch zu groß. Ich würde schon immer mal ein kleines machen. Ich falte das hier in der Mitte und schneide da das ganze Stück ab. Die Henkel, die schneide ich auch ab. So. Jetzt ist es aber mehr quadratisch. Also schneide ich hier auch noch was ab. Was ist denn da im Weg, was meine Maschine nicht schneiden mag? So. Das ist jetzt mehr so wie ein, oder so rum. Nee, jetzt auch nicht besser. So, wenn ich das jetzt hier reinlege, dann hat es mehr so die Maße wie so ein Traveler's Journal oder Traveler's Book. So. Ich falze das jetzt hier ordentlich, damit ich die Linie hier sehe.
Und dann klebe ich das hier. Das ist schief. Klebe ich das hier rein. Einen Moment, ich muss euch mal ein bisschen auf die Seite schieben, damit ich an meinen Kleber komme. So. Ihr könnt es auch mit doppelseitigem Klebeband machen, was ihr wollt. So, jetzt habe ich hier die Mitte. Klebe ich das jetzt rein. Schneide ich das unten ab. Es gibt jetzt ein ganz, ganz einfaches Modell. Ein Grundmodell sozusagen. Das kleben wir jetzt hier auch noch alles zu. Weil diese Falte hier, die haben wir nur auf einer Seite abgeschnitten. So. Das hier auch noch alles. Das gibt ein bisschen Stabilität für das Cover. Also ich mag das einfach gern, wenn die so weich sind und so knautschig. Die Stöpsel hier von den, wo die Henkel drin waren, diese Schnubbel, die machen wir noch ab. Da hat wahrscheinlich meine Maschine gestreikt. Das gibt jetzt quasi ein ganz einfacher Rohling, den ihr dann nach Belieben ausdekorieren könnt. Was ich möchte, ist euch eigentlich nur die Angst zu nehmen, anzufangen. Und wenn ihr das alles nicht sehr kostenintensiv macht, dann ärgert ihr euch wahrscheinlich nicht, wenn es nichts wird. So, das ist jetzt mein Cover. So. Jetzt müssen wir gucken, wie groß wollen wir die Seiten haben. Die wären also dann, wenn wir sie jetzt hier einbinden, und sie sollen ein bisschen drin sein im Journal, also nicht komplett raus, also soll nichts rausgucken. 10, na, ich mach mal 9,5, das wären dann 19. 19, ja, 19 mal 19. Nehme ich hier meine ganzen Reste, die ich hier habe. Ihr könnt es schneiden, ihr könnt es auch reißen. Und ihr braucht die auch nicht gleich groß zu haben. Also kleinere gehen immer. Kleiner geht immer, nur größer ist blöd. Es sei denn, es ist euch Wurst, dass es rausguckt. Also ich nehme die jetzt so, wie sie sind. Mal 9,5, wenn sie zusammen sind, 9,5. Ja. Ihr könnt es auch reißen. So. Da schneide ich mir jetzt alles Mögliche zurecht und dann machen wir die Signaturen schon. Ich habe da auch die kennt ihr bestimmt, auch Verpackungsmaterial, das schon perforiert ist. Das könnt ihr einfach in der Mitte falten, also für dieses Format hier jetzt.
und durchreißen. Dann ist es nicht alles zu gleichmäßig. Da habe ich mal eine Rolle abgerollt von einem Jelly Print. So, das hat jetzt, das müsste 19 sein und hat ein bisschen mehr. Lassen wir das Kaputte dran. Das sieht gut aus. Die Schnipsel könnt ihr euch aufheben, könnt die nachher als Taschen benutzen, wenn ihr wollt. So, 19. Da könnt ihr dann unten eine Tasche oder eine Klappe oder einen Tuxpot oder sowas einbauen. Jetzt habe ich hier noch mein das Stück von meiner Schreibtischunterlage. Die klebe ich immer mit Tesa fest, damit sie mir nicht wegrutscht. Das möchte ich mich jetzt hier nicht drin haben. Das reiße ich einfach ab. So. Und dann mache ich mir hier Stücke ungefähr in 19 und die halbiere ich dann auch wieder. Also wie gesagt, kleiner geht immer, nur größer ist doof. Können auch Schnipsel rein. So richtig schön eingewatzt. 19, machen wir mal die Hälfte. Das ist wirklich alles Müll. Hier haben wir ein Loch drin. Das ist jetzt noch der Rest hier. Den können wir auch noch benutzen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich falte die jetzt einfach einmal alle in der Mitte. Hier die ganzen kaputten Dinger. Einmal mit Farbe nach außen. Da sind Notizen von mir drauf, alles Mögliche. Das sind jetzt die ganzen bunten hier. Da ist auch mal ein kleines dazwischen. Lass mal gucken. Und dann haben wir noch die sauberen. Und das sind ganz bunte. Ihr könnt mehr oder weniger nehmen. Das ist vollkommen euch überlassen. Ihr kennt ja mein Problem, dass ich immer eskaliere. Das heißt, meine Journals werden nachher immer Krokodile. Und ich habe jetzt schon versucht, mir anzugewöhnen, dass ich einfach die Signaturen von Anfang an dünner mache, damit ich mehr Platz habe, um zu eskalieren. Es hilft aber trotzdem nichts. Da ist jetzt eine Perforation, die machen wir mal weg. Die reißt wahrscheinlich sowieso ab. Also es nützt mir nichts, wenn ich es dünner mache. Ich kriege trotzdem immer solche Krokodile raus. So, dann habe ich hier alles Mögliche. Das ist klebrig. Ich muss trotzdem nehmen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben. Wir haben also jetzt zwei von den grauen. Ich sortiere mir das jetzt einfach mal. So, wie ich es habe. Dann haben wir hier zwei von denen. Von den bunten
haben wir drei. Und da noch eins dazu. So, ein kleines. Da ist eins übrig. Okay, das lassen wir weg. Oder ist das, gehört es da dazu? So, und dann nehmt ihr euch, sucht euch eine Seite, die ihr außen haben wollt. Welche will ich denn außen haben? So eine saubere vielleicht. Und dann steckt ihr euch die so, wie sie kommen. Oder wie es euch gefällt. Einfach ineinander rein. Ein bisschen gemischt. Mal so ein dunkleres, mal ein helleres, mal ein sauberes, mal ein bemaltes. Völlig egal. Da ist ein zerrissenes. So. Da ist auch ein zerrissenes und in die Mitte kommt wieder ein ganzes. Für die, die es nähen üben wollen, das könnt ihr hier jetzt machen. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt es einfach so lassen, wie es ist. So, dann brauchen wir hier wieder für außen irgendwas Gerades. Für die zweite Signatur nehmen wir auch wieder die Blätter, so wie sie kommen. Stecken die ineinander. Bisschen versetzt. So. Nochmal ein buntes. Und in die Mitte ein ganzes. So, jetzt habt ihr innen und außen ein ganzes. Und alles andere ist durcheinander. Das sind schon eure Signaturen. Fertig. Braucht ihr nichts mehr zu machen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das jetzt nähen. Dann wird es etwas stabiler. Dafür ist es aber dann weniger flexibel. Ihr macht euch einfach hier zwei Löcher rein. Ihr müsst es nicht messen. Ihr braucht keine 35 Schablonen oder irgendwas. Ihr macht euch zwei Löcher rein und macht euch einen Faden durch. Fertig. Das ist jetzt mal ganz grob so für den Anfang. Wenn euch das zu kompliziert ist, dann lasst ihr es einfach so, wie es ist. Und dann machen wir jetzt mit dem Cover weiter. Das Cover ist jetzt noch ein bisschen gagelig und instabil. Logisch, ist ja nur Papier. Ich bin sicher, ihr habt alle Geschenkpapier zu Hause. Mit Sicherheit. Wenn ihr kein Geschenkpapier habt, nehmt ihr jetzt für den Schritt, den ich hier mache, einfach nochmal Packpapier. Das stabilisiert euch das Ganze ein bisschen. Und wie gesagt, wenn ihr Geschenkpapier habt, dann habt ihr es auch gleich schön. Ich schneide mir das hier außen noch ein bisschen kürzer. Und innen nehme ich dann nochmal einen anderen Bogen. So, ich glaube, das geht so. Ich würde das jetzt einfach alles hier tutti completi mit dem Geschenkpapier nochmal einschlagen. Dann habe ich das ein bisschen schöner. Ich falte mir das erst, damit ich mir gleich die Ecken kürzen kann. So. Und dann schneide ich mir das hier so ein bisschen ab. Das ist mit Stoff innen drin, also hier innen drin. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig, hier die Falten zu sehen. So, ich hoffe, das passt. Dass ich mir nicht zu viel abgeschnitten habe. So, hier unten ist es ein bisschen lang. Und die Streifen, wenn ihr Geschenkpapier benutzt habt, die hebt ihr auch wieder auf, weil damit könnt ihr innen eure Seiten dekorieren. Also wir bleiben dem Müll treu, sage ich jetzt mal.
Müll ja vielleicht auch insofern, dass ihr das Geschenkpapier normalerweise wegschmeißt. Also ich erinnere mich, meine Oma, die hat Geschenkpapier früher sogar gebügelt. Also richtig gebügelt mit dem Bügeleisen. Und hat es wieder schön zusammengefaltet und hat es fürs nächste Mal aufgehoben. Heutzutage ist es doch eher so, dass man das einfach zerknüllt und wegschmeißt. So. Es ist also dann streng genommen auch Müll. Das klebe ich jetzt einfach hier rein. Und hier, wo ich meinen Rücken verstärkt habe, da drücke ich mir das hier so ein bisschen rein. Ihr könnt auch ein Falzbein dazu nehmen. Wenn ihr keins habt, habt ihr vielleicht so ein Tool oder einfach eine Häkelnadel, mit der knübbert ihr euch das hier ein bisschen rein. Ist aber auch nicht so wichtig, dass das gemacht ist. So, das wird jetzt quasi wie so ein Geschenk hier eingeschlagen, damit es schöner aussieht zur Stabilisierung und damit wir hier unsere vergriesgnadelten Ecken weg haben, die wir ja von unserer Papiertüte, das hat ja jetzt nicht gerade schön ausgesehen. Also ihr braucht eine alte Papiertüte oder vielleicht eine kleine Kiste, so wie die hier. Kleines Kistchen, habt ihr direkt ein Cover. Ihr schneidet das außenrum ab und habt die beiden Seiten und den Rücken fertig. Wäre normalerweise auch was zum Wegschmeißen. Oder wie gesagt, eine alte Papiertüte, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und damit habt ihr schon euer Cover fertig. Das ist jetzt nur Müll gewesen. Hier innen drin soll es natürlich auch noch schön werden. Jetzt ist das Papier hier aber ziemlich krumm geschnitten, sehe ich gerade. Was hast du denn da wieder geschnitten? So, mal gucken, ob ich das reißen kann, weil wie gesagt, das hat Stoff. Innen drin. Ja, geht. Das ist so ein bisschen wie... So ähnlich wie Strohseide innen. Das hebt ihr alles auf, könnt ihr innen zum Dekorieren benutzen. Also das soll jetzt nur mal so eine kleine Grundanleitung sein für alle, die nähen. Wenn ihr das jetzt alles noch umnäht, ist es natürlich noch stabiler, noch ein bisschen hochwertiger. Aber das soll jetzt eigentlich nur mal ein Tutorial sein für die Leute, die immer sagen, ich traue mich nicht dran, ich weiß nicht und es ist mir alles zu kompliziert. Und ich habe Angst, dass ich mir das teure Papier versau. Braucht ihr gar nicht zu nehmen. Und wenn ihr ein paar aus Müll gemacht habt oder ihr färbt euch selber Seiten ein, kauft euch irgendwelche billigen Schulhefte mit Karos oder mit Linien und nehmt euch ein bisschen lösliches Kaffeepulver und eine Schablone. Und färbt euch oder nehmt euch ein Backblech, leert euch da ein bisschen Kaffee drauf und schmeißt euch die Papiere rein. Oder nehmt euch eine Schablone und rollt euch da mit einer Schaumstoffrolle oder mit einem Pinsel Muster mit Kaffee drauf. Ist alles. Und nehmt die Papiere dann. Dann habt ihr kein teures Papier verschwendet. So, wo ist denn hier mein Schlummi? Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann merkt ihr schon, ja, jetzt kann ich an teure Papiere gehen. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Jetzt brauche ich mich nicht mehr zu fürchten, dass es schief geht. So, habt ihr schon euer Cover. So, und wie wird jetzt aus dem Cover ein Journal? Und wie war das ohne Nähen? Gummiringe, Werbung ohne Auftrag, stinknormale Gummiringe kriegt ihr überall. In jedem Geschäft und so viele Signaturen wie ihr habt, ich habe jetzt zwei. Wenn ihr mehr nehmen wollt, dann wäre es natürlich auch angebracht,
euren Buchrücken breiter zu machen. So viele Signaturen, wie ihr habt, packt ihr euch einfach da Gummis drauf. Und ihr habt die Signaturen, habt keine Lust gehabt, die zu nähen. Dann nehmt ihr sie einfach, wie sie sind. Steckt sie hier in die Gummis rein. Ihr seid komplett flexibel. Alle Seiten sind einzeln entnehmbar. Ihr habt euch irgendwo vermalt, vertan, was auch immer, verstempelt, verklebt. Zieht die Seite einfach raus und weg ist sie. Und habt trotzdem, könnt weitermachen. Alles was, hier habe ich eine vergessen, die hänge ich einfach wieder ein. So. Und ich habe ein Journal, ein Traveler's Book, ein Notebook, ein Art Journal. Wenn ihr diese ganzen Sachen jetzt, es guckt jetzt vorne ein bisschen raus, das könnte ich jetzt noch anpassen. Könnt also sagen, okay, die Seiten, die mir ein bisschen zu lang sind, die schneide ich einfach ab. Oder ich ziehe sie raus und reiße mir ab. Stört mich jetzt nicht, dass das hier ein bisschen rausguckt, weil wenn euch das stört, könnt ihr das noch anpassen. Also einfach hinlegen. Sagen hier so, das jetzt hier, das ist mir hier, das guckt mir zu weit raus. Dann reiße ich das ab. Oder ich schneide es mit der Schere ab. Zack. So. Und dann passt es wieder. Hier ist auch noch ein langes. Ein bisschen ein längeres. Das schneide ich ab. Oder ihr könnt es mit der Zackenschere abschneiden. Mit so einer Konturenschere bearbeiten. Und so habt ihr in ein paar Minuten ein Journal nur aus Müll. Es ist schön griffig. Ihr könnt es überall reinstecken. Ihr könnt es mitnehmen. Wie gesagt, es ist flexibel. Ihr könnt jede Seite bearbeiten. Wenn euch das jetzt liegt es noch schön. Wenn ihr jetzt aber hier, ich habe zum Beispiel in meinem Jeans Journal so eine Blüte benutzt. Wenn ich die jetzt hier reinmache, dann habe ich hier sofort einen Böbel. Und wenn ich das fünfmal mache, dann habe ich schon wieder ein Mini-Krokodil. Ihr könnt die Seiten einzeln rausnehmen, könnt sie dann bearbeiten und dann wieder reinstecken. Das könnt ihr, wenn ihr keine Gummis habt oder das nicht mit Gummis machen wollt, auch mit Wolle machen, mit irgendeinem Faden. Einfach drum wickeln. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr euren Rücken hier hinten ein bisschen mit einer zusätzlichen Pappe verstärkt. Das kann auch von einer Tortenverpackung sein, von allen möglichen Verpackungen. Ich habe hier Zeug, habe mir eine Schachtel aufgehoben, wo ein Mixer drin war zum Beispiel oder wo eine Küchenuhr drin war. Irgendwas, was ihr gekauft habt, wo ihr gemerkt habt, oh, das ist ein schöner, stabiler Karton, den hebt ihr euch auf, ist alles Müll und macht euch hier hinten einen Streifen rein, weil wenn ihr nur das Papier lasst, dann biegt sich der Gummi natürlich durch und klappt euch zusammen. Und deshalb habe ich gedacht, hier hinten ein bisschen stabiler. Dann bleiben die Gummis drauf, die könnt ihr hier hinten noch zusammenbinden, könnt noch ein bisschen Deko dran bamseln. Und ihr habt ein ganz schnelles Journal, nur aus Müll. Und da könnt ihr dann loslegen. Ihr könnt hier eure Reste benutzen, könnt sagen, okay, ich mache mir hier eine Tasche rein, ich mache mir ein Bellyband, ich mache mir hier unten so ein kleines Einsteckgedöns oder seitlich. Alles, was ihr hier an Resten abgeschnitten habt von eurer Papiertüte, könnt ihr wieder benutzen. Habt dann hier sogar eine doppelte Tasche, wenn ihr das zuklebt. Einmal für oben, einmal für unten. Ihr könnt die Dreiecke, die ihr abgeschnitten habt von eurem Geschenkpapier, hier benutzen und könnt sie hier als Ecken draufkleben. Und da steckt ihr euch dann Tags rein. Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Nur aus dem bisschen Müll jetzt, also eine alte Papiertüte, bisschen Packpapier, ein Bogen Geschenkpapier und ein Stückchen stabile Pappe und zwei Gummis. Oder wenn ihr mehr Signaturen habt, halt drei oder vier Gummis, aber
kriegt ihr überall zu kaufen in verschiedenen Größen. Also da sind verschiedene Größen drin. Und je nachdem, wie groß euer Journal ist, nehmt ihr einen großen oder einen kleinen. Und dann könnt ihr sofort loslegen. Und wenn euch was schief gegangen ist, dann zieht ihr einfach die Seite raus, schmeißt sie weg und macht mit der nächsten weiter. Ihr könnt es auch jederzeit durch eine neue wieder ersetzen. Und ihr könnt kreativ werden. Und ich schwöre euch, Vorsicht, Suchtgefahr, muss ich euch sagen. Wenn ihr mit sowas mal angefangen habt, dann seid ihr ganz schnell im Flow und es fällt euch ganz schnell. Es reicht, wenn ihr einen Stempel habt oder eine Stanze oder eine Schablone und die oder zwei und die ziehen sich durch das ganze Journal durch. Ihr könnt dann hier auch noch nachträglich ein Loch reinmachen und könnt euch hier zwei Bänder durchziehen und könnt euch das nachträglich auch noch verschließen. Wenn ihr merkt, okay, das wird jetzt zu krokodilig, dann könnt ihr das auch, wenn es schon dekoriert ist, also unser ist ja jetzt hier schon fertig, das Cover, könnt ihr hier noch zwei Löcher reinmachen, euch ein Band durchziehen und könnt es hier zubinden. Ihr könnt es mitnehmen. Also das ist jetzt nur noch so flapsig hier, weil ich natürlich meine ganzen Papiere noch nicht richtig gefalzt, sondern einfach nur so lose zusammengelegt habe. Aber es ist, fasst sich wunderbar an und es wird viel Spaß machen, drin zu arbeiten. Und wenn ich es irgendwann mal fertig habe, dann werde ich es euch zeigen. Ich wollte heute eigentlich nur den Leuten, die Angst haben, anzufangen, sagen, nehmt euren Müll und fangt einfach an. Und wenn ihr es nachher wegschmeißt, habt ihr kein Geld weggeschmissen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ich habe euch Mut gemacht, mit sowas mal anzufangen. Und würde mich über ein Däumchen freuen, über ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und über ein Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.